So, herzlich willkommen zum heutigen Teil. Ganz interessant mit dem ersten Titel Kommunikation, Serienbriefe erstellen einseitig und mit dem zweiten Titel dann heute Kommunikation, Serienbriefe erstellen mehrseitig. Zuallererst mal ein kleiner Hinweis zu dieser ganzen Serienbriefgestaltung. Wir wissen immer noch und wir wissen es schon sehr lange, dass es relativ mühsam ist, hier irgendwelche Briefe zu erstellen. Vor allen Dingen, wenn es hier um einzelne Schreiben geht, also wenn ich eine einzelne Person anschreiben will. Aus diesem Grund kommt hier was Neues. Also wir sind gerade auf der Suche nach sogenannten RTF-Textboxen, die wir später, also das sehen wir dann heute, in die Vorlagen von NetXP-Verein einbauen können. Und später wird also das sehr einfach werden. Das heißt, ich kann also immer mit meinem normalen Briefpapier hier, kann ich dann später auch, ja, kann ich dann später eben auch ganz normale Serienbriefe schreiben. Das heißt einzelne Briefe auch, nicht nur Serienbriefe, sondern also auch einzelne Briefe. Ja, das Ganze beginnt heute im Menü Kommunikation, im Untermenü Vorlagen. Also, das heißt, wir haben ja die letzten Male, haben uns hier immer bewegt in allen vorgehenden Kommunikationsschulungen und auch so ist es also heute. Wir finden in den Standardvorlagen, wir bewegen uns jetzt wieder in diesen NetXP-freien Standardvorlagen, wir finden in diesen Standardvorlagen hier mehrere Serienbriefe, also mehrere Serienbriefvorlagen. Das erste ist eine Datenschutzerklärung für Mitglieder mit Anschreiben, die kommt jetzt aber dann weg, denn die ist eigentlich falsch, also die ist sogar nicht nur eigentlich falsch, sondern die ist tatsächlich inzwischen falsch. Wir finden auch eine sogenannte E-Post-Basisvorlage. Die ist ganz praktisch, denn NetXP-Verein ist E-Post-fähig. Das heißt, mit NetXP-Verein muss man Briefe nicht ausdrucken, um sie versenden zu können, sondern mit NetXP-Verein habe ich die Möglichkeit, diese Briefe an diesen elektronischen Dienst E-Post zu übergeben, also ein Dienst der Deutschen Post AG. Und ich kann dann mit dieser E-Post, also dann die Deutsche Post, druckt meine Briefe dann und frankiert die und versendet die. Das heißt also, ich bräuchte in diesem Moment, in diesem Fall, keinen eigenen Drucker. Das würde die Deutsche Post für mich übernehmen. Und das Beste an der Sache ist im Endeffekt, dass wenn ich ein Schreiben versende, das einseitig ist, oder nur ein Blatt enthält, sagen wir mal so, also zwei Seiten, ein Blatt, dann druckt die Deutsche Post diese zwei Seiten schwarz-weiß kostenlos. Das heißt, da muss ich für den Druck nicht mehr was zahlen. Also das Ganze kann ich allen nur empfehlen. Ich habe meinen Verein oder meine Vereine ja auch schon ewig lang angemeldet. Das funktioniert super. Das funktioniert also tadellos. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass die Briefe eventuell einen Tag länger unterwegs sind, denn die Produktion von diesen Briefen dauert immer ziemlich genau einen Tag, bis die dann in den Versand gehen. Kann ich bestätigen. Genau, aber grundsätzlich, wenn ich das weiß, dann kann ich meinen Versand so steuern, dass man also den frühzeitig abschickt. Und dann, glaube ich, Bernhard, oder, haut es ganz gut hin. Ich habe es damals Freitagabend, wo wir kommuniziert haben, in Auftrag gegeben. Am Montag sind es dann gedruckt worden und am Mittwoch waren sie im Briefkasten. Genau, und von der Qualität her ist das natürlich also hervorragend, wie man es eben von der Deutschen Post her gewohnt ist. Ja. Dann gibt es noch eine Vorlage, die hieße hier, das ist dann die sogenannte List and Labels Funktionen. Hier setze ich immer wieder so kleine Hilfsmittel ein. Das heißt also, hier werden immer so nützliche Funktionen von mir präsentiert da drin. Immer wenn mir was einfällt, dann mache ich die hier dazu und jeder, der es dann benötigt, der könnte sich dann diese Dinger hier rauskopieren. Ganz easy. Sind so Tipps drin, wie kann man Zahlen maskieren, wie kann man Texte kürzen, wie kann ich Spartennamen in einer Listenform, wie kann ich Benutzereingaben abfragen, also alles so Sachen, die man vielleicht eventuell brauchen kann dazu, aber dann irgendwann mal mehr. Ja, und dann gibt es eben noch zwei verschiedene Serienbriefe. Einmal der normale Serienbrief, der ist für alle Windows-Benutzer. Und sollte jemand die Mac-Version von NetXP-Verein verwenden, der muss dann eben diese Serienbriefe hier des macOS anpassen. Wir sind Windows-Benutzer. Aus diesem Grund nehmen wir uns jetzt mal hier diese Standard-Serienbriefvorlage und passen
diese entsprechend an. Ich gebe zu bedenken, dass wir das letzte Mal ein Briefpapier erstellt haben und dieses Briefpapier hat so ausgeschaut. Also ich zeige das nochmal ganz kurz. Entschuldigung. Also dieses Briefpapier, das wir das letzte Mal angepasst haben, soll also so hier ausgesehen. Und mit dem würde ich jetzt gleich weitermachen, denn ich würde jetzt eben in diesem Anfang hier gleich mal einbauen, wie ich denn mit Briefpapier in einem NetXP-freien Serienbrief arbeiten kann. Ich nehme mir die Standardvorlage NetXP-freien Serienbrief und klicke unten auf Bearbeiten. Daraufhin wird mir ein Standard-Serienbrief angezeigt, der natürlich bei niemandem passt, denn das sind eben im Endeffekt eigentlich nur Platzhalter. Ich nehme diese ganzen Elemente hier und entferne die wieder, dass wir also mit einer leeren Seite beginnen würden. Wenn wir jetzt kein Briefpapier hätten, dann müssten wir bei einem einseitigen Brief beginnen, eben wieder oben rechts unser Logo einzufügen, wie wir das eben bei dem Briefpapier schon gelernt haben. Das heißt, ich habe also auch hier auf der linken Seite vertikal eben ein Menü, der einfache Text unformatiert, eine Linie, ein Rechteck als Style-Element, also Linie, Style-Element, Rechteck, Stilelement, Kreis oder Ellipse, Stilelement. Ich finde hier auch dann ein Bild, das wir jetzt gleich benötigen. Dann bei den Mitgliedsausweisen habe ich mal auf den Barcode verwiesen. Und hier also noch einen formatierten Text, mit dem wir ja meistens arbeiten. Jetzt will ich aber erstmal ein Bild haben und also wie gesagt, das ist nur, wenn ich selbst mir vorher kein eigenes Briefpapier angefertigt habe, was ich persönlich aber dringend allen Vereinen ans Herz lege, die Serienbriefe schreiben. Alle Vereine sollten sich zuallererst ein Briefpapier anlegen, denn ob sie hier in dem Brief, diesen Brief hier einmal für jeden einzelnen Brief designen, die dann eventuell auch noch alle ein wenig unterschiedlich aussehen, oder ob man das Ganze zentral einmal im Briefpapier macht, dann glaube ich, ist es einfacher. Es kann sich jeder denken, was hier besser ist. Das ist natürlich das Briefpapier. Wenn man nicht weiß, wie man dieses Briefpapier designt, die heute hier sind, waren die meisten beim Briefpapier dabei. Wer nicht dabei war, im Videoportal findet man, ich zeige das auch nochmal ganz kurz, wo man im Videoportal das Ganze findet. Ich mache dazu hier nochmal ganz kurz zu. Wer so Videos sucht, wie was funktioniert, der kann auf der Internetseite von NetXP-Verein, also das ist also unsere ganz normale Internetseite, kann auf Support gehen, auf Videoportal. Und ich zeige jetzt mal her, wie einfach das ist. Dann suche ich mir aus Grundlagen der Bedienung, NetXP-Verein, Kommunikation, Vorlagen und dann finden Sie hier Grundlagen der Vorlagenbearbeitung und Kommunikation Briefpapier anpassen. Und wenn man sich dieses Video angesehen hat, das insgesamt 22 Minuten dauert, dann spart man sich in seinem Leben zig Stunden von Design-Tätigkeiten. Aber jetzt wieder zurück zu unserem einfachen Serienbrief. Also ich mache das gleich jetzt nochmal, was ich vorher gemacht habe. Das heißt, ich starte also jetzt meinen Standard-Serienbrief und entferne diese Elemente, die bereits drauf sind. Ich füge jetzt mit dem Bildsymbol hier auf der linken Seite, klicke ich einmal an und kann mir eben, wie gesagt, wenn ich kein Briefpapier machen will, ein Bild einblenden. Ich kann mir dann ein Bild auswählen. Schaut dann das Ganze so aus. Entschuldigung, auf was man unbedingt achten sollte, man sollte bitte unbedingt hier unten anklicken, Bilddaten in Projektdatei speichern, denn sonst können Ihre Vereinskollegen, Ihre Kollegen im Vorstand, können ansonsten diese Bilder, die Sie hier einfügen, nicht sehen. Wenn die dann später diesen Brief drucken, dann würde dieser Brief eben ohne dieses Logo gedruckt werden. Wenn man dieses hier anhakt,
dann wird das Ganze eben auf diesen NetXP-Verein-Server hochgeladen und dann wird das Ganze natürlich also auch entsprechend gedruckt. Ja, wenn dieses Bild vorhanden ist, dann muss man eben, wie man es auch beim Briefpapier gelernt hat, eben nur ein Textfeld einfügen und so weiter und so fort. Aber das kann man sich, wie gesagt, ja alles in dieser Schulung Briefpapier später anschauen. Das müsste man also jetzt an dieser Stelle ja nicht nochmal machen. Aus diesem Grund würde ich jetzt Ihnen mal zeigen, wie man Briefpapier einfügt. Und dieses Briefpapier, gut, dass dieses Video aufgezeichnet wird, dieses Einfügen von Briefpapier, das ist sehr einfach. Das sind 6 Klicks oder so. Mehr sind es nicht. Aber diese Klicks muss man eben pro Vorlage einmal machen. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Ich klicke im Menü auf Projekt. Dann wähle ich den Menüeintrag Bausteine aus. In den Bausteinen klicke ich auf dieses Blatt mit dem Stern, eben um einen neuen Baustein einzufügen. Jetzt geht ein Ordner auf und in diesem Ordner wähle ich jetzt immer den Unterordner LL. Dann wählen Sie hier Ihre Vereins-ID aus, wenn Sie mehrere Vereine verwalten mit NetXP-Verein, sind eben hier alle Ihre Vereins-IDs. Und jetzt achten Sie bitte darauf, dass hier unten Etiketten steht, .lbl. Das ist ganz wichtig, denn sollten hier Karteikarten stehen, sehen Sie nichts. Also es wird darauf achten, dass hier Etiketten LBL steht. Wählen den Eintrag Briefpapier, egal wie viele Briefpapiere übrigens Sie haben. Es kann auch sein, dass Sie im Verein 10, 20, 30 verschiedene Briefpapiere haben. Hier sagen Sie nur, dass Sie insgesamt mit Briefpapier arbeiten wollen. Und klicken hier unten auf Öffnen. Daraufhin wird das erste Briefpapier eingebaut, das NetXP-Verein findet. Und das ist bei mir eben das, das wir das letzte Mal angepasst haben. Und in diesem Briefpapier, das ist bei mir jetzt eben das Briefpapier für den sogenannten Hauptverein bei mir, also das ist das erste Briefpapier, das er findet, hat aber nichts damit zu tun, welches schlussendlich verwendet wird. Denn wenn wir später diesen Serienbrief speichern, werden wir nochmals gefragt, welches Briefpapier, wenn wir mehr haben, welches Briefpapier denn wir verwenden wollen. Und dieses entsprechende Briefpapier wird natürlich dann auch hier hinterlegt. Hier an der Stelle ist dieses erste gefundene Briefpapier im Endeffekt nur ein Platzhalter, der bedeutet, dass jetzt hier eben ein Briefpapier eingefügt wurde. Ja, so sieht das Ganze aus und jetzt haben wir viele Vorteile. Ich brauche keine Angst haben, dass ich hier eines dieser Elemente verrutschen kann, denn diese Elemente sind fixiert, die sind fest. Weiterhin habe ich wenn ich mit diesen Briefpapieren arbeite, den unglaublich großen Vorteil, dass alle meine Briefe gleich aussehen. Das heißt, für meine Mitglieder, die vom Verein angeschrieben werden, bietet das Ganze einen sehr homogenen Eindruck und ich muss also nicht ständig irgendwann mit neuen Designs klarkommen. Außerdem sollte man im Verein vereinbaren, dass alle grundsätzlich, das heißt, wenn ich mit mehreren Briefpapieren arbeite, mit mehreren Abteilungen, dann sollten all diese Abteilungen mit grundsätzlich dem gleichen Briefpapier arbeiten, bei denen man aber eben an den entsprechenden Stellen eben hier die einzelnen Sparten eben aktiviert. Ein Beispiel für Sportvereine habe ich Ihnen hier mal präsentiert. Das Ganze schaut eben jetzt mal bei mir eben nur mehr als Anregung so aus. Ich habe ein Briefpapier jetzt für den Hauptverein mit allen Sparten und wenn wir später dann die Sparte Fußball wählen werden, dann steht eben hier die Abteilung Fußball und hier unten bleibt nur das Symbol für Fußball übrig. Das ist nur mehr eine Anregung, die ich bei einem Verein gesehen habe, was mir also sehr gut gefallen hat. Ja, aber es beginnt jetzt. Das heißt, also wir müssen also jetzt hier unsere verschiedenen Textelemente einfügen. Und das erste Textelement, das ich einfügen will, ist die Anschrift hier oben. Warum ist jetzt diese Anschrift im Briefpapier nicht schon enthalten? Das hat einen sehr einfachen Grund. Und zwar
ist die Datenbasis des Briefpapiers nicht die Mitgliederliste, sondern die Datenbasis des Briefpapiers ist eigentlich die Benutzertabelle. Das heißt, also ich hätte ja im Briefpapier noch die Möglichkeit, alle möglichen Variablen hier zu setzen, welcher Benutzer gerade einen Brief erstellt. Ja, aber wie gesagt, an der Stelle wählen wir uns jetzt erstmal ein formatiertes Textfeld aus. Das ist dieser formatierte Text hier. Und ich ziehe den an den im Briefpapier erstellten Platzhalter. Mache also hier mit Klicken und Ziehen, erstelle ich einen Rahmen und lasse das Ganze aus. Daraufhin wird mir eine RTF-Textbox geöffnet. Und in der RTF-Textbox könnte ich jetzt reinschreiben. Und alles, was ich hier reinschreibe, würde dann später eben als Fixtext übernommen werden. Was mir aber natürlich bei der Anschrift nichts bringt. Und deshalb müssen wir die Anschrift eben mit verschiedenen Variablen füllen. Ja, und um in NetXP Verein in diesem List and Labels hier mit Variablen arbeiten zu können, muss ich immer in diesen Variablen oder in diesen formatierten Textboxen auf dieses Symbol Wurzel aus Alpha klicken. Daraufhin öffnet sich ein neues Menü. Und das haben wir auch bei dem Briefpapier schon mal gemacht und haben wir auch letztes Mal bei den Etiketten schon gemacht und haben wir also auch schon bei der Mitgliederliste gemacht. Also inzwischen kennen wir das einigermaßen gut, dieses Teil hier. Vielleicht nur mal, wenn jemand hier dieses Video zuallererst sieht. Ich habe hier die Möglichkeit, auf alle Variablen meiner Mitglieder zurückzugreifen. Das Ganze finde ich also hier oben in den Variablen und in dieser Liste hier drunter finde ich also alles, was meine Mitglieder mir bieten an Informationen. Sollten Sie in Ihrem Verein mit eigenen Feldern arbeiten, mit eigenen vereinsindividualisierten Feldern, werden Sie also auch diese hier an der Stelle finden. Das heißt also, ich kann auch mit diesen variablen Feldern an dieser Stelle arbeiten. Ja, was wir jetzt bei unserer Adresse brauchen, wäre aber jetzt mal zuallererst der Vorname. Ich kann jetzt hier dieses Feld wählen und nach unten ziehen. Ich lösche das jetzt wieder raus oder ich kann hier einen Doppelklick drauf machen. Ich kann aber auch, wenn Sie wollen, eben direkt zu tippen beginnen. Fest steht, wenn dieses Feld dann später eine weinrote Farbe annimmt, also eine rote Farbe, dann kennt das Programm dieses Feld. Er weiß, mit welcher Information er diese Variable später im Serienbrieffall füllen muss. Das heißt, also ich kann also jetzt eben hier den Vornamen einstellen. Wähle die Schaltfläche OK. Und genau so sieht es dann aus, wenn später eben der entsprechende Vorname eingefügt wird. Ja, nach dem Vornamen kommt der Nachname, aber vorher kommt ein Leerzeichen, denn sonst kleben diese beiden Felder aneinander. Jetzt habe ich ein Leerzeichen eingefügt, jetzt kommt das nächste Feld, die nächste Variable und hier wähle ich jetzt den Nachnamen. Und Sie sehen auch, sobald Sie also zu tippen beginnen, wird es eh schon vorgeschlagen und wenn Sie also jetzt mit der Tabulator-Taste das bestätigen, wird auch ohne Weitertippen dieses Feld hier eingefügt. Ich wähle wieder die OK-Schaltfläche. NetXP Verein bricht jetzt um. Und zwar bricht er aus folgendem Grund um. Wenn ihr diesen Text genau so hier, wie er hier steht, reinschreiben würde, an der Stelle, dann würde er eben umbrechen müssen, weil er diesen gesamten Text von der Länge hier nicht reinbekommt. Sie brauchen aber keine Angst haben, denn später werden ja nur diese Variablen hier reingeschrieben und die sind ja meistens deutlich kürzer. Das heißt also, in Wahrheit bricht er hier nicht um. Ja, ich mache dieses Feld mit einem Doppelklick wieder auf. Nach dem Nachnamen brauche ich aber trotzdem jetzt eine Zeilenschaltung. Das mache ich also hier an der Stelle mit der Taste Enter. Dann wähle ich jetzt wieder eine Variable aus und beginne hier zu tippen Straße. Und Sie sehen, ich habe an der Stelle jetzt drei Auswahlmöglichkeiten. Jetzt gibt es auf der Tastatur ja die Pfeiltasten. Ich wähle jetzt die Pfeiltaste nach unten, den Pfeil nach unten und bestätige das Ganze dann wieder mit der Tabulatortaste.
Das ist ein bisschen Übung, braucht man hier, aber ich verspreche es Ihnen, das braucht man nicht lange zu machen und dann kann man das Ganze. Sagen wir wieder okay. Jetzt steht also hier die Straße, dann wieder eine neue Zeile mit Enter, wieder eine Variable einfügen und diesmal die Postleitzahl. Bitte machen Sie nicht den Fehler, dass Sie hier Leerzeichen drücken und dann hier den Ort schreiben, denn Sie sehen hier unten gibt es dann schon einen Fehler, obwohl die beiden weinrot werden. Immer nur ein Feld und dann auf OK, Leerzeichen, neues Feld, Ort und damit haben wir die gesamte Anschrift unseres Mitglieds drin. Es gibt noch ein paar Vereine, die sagen, ich will hier oben Herrn oder Frau stehen haben. Auch das ist natürlich möglich, aber heute haben wir einen Grundkurs. Das heißt also, heute schauen wir uns mal diese sogenannte einfache Erstellung eines einseitigen Serienbriefes an. Wenn wir hier mehr machen wollen, das heißt also, mehr, also eben so ein Herr oder Frau einfügen, dann muss man mehr Variablen beherrschen können und das macht man dann in einem fortgeschrittenen Kurs. So, also am Schluss klicke ich hier unten auf OK und dann wird mir eben meine Anschrift in mein Anschriftenfeld übernommen. Sie sehen natürlich also jetzt hier nur Vorname und Nachname stehen. Früher stand hier immer das allererste Mitglied in der Mitgliederliste, was bei uns zu ungefähr so 300 Anrufen im Jahr geführt hat, weil die Leute immer wissen wollten, warum hier das allererste seiner Mitglieder drinsteht und dem will er eigentlich diesen Brief gar nicht schreiben. Aus diesem Grund stehen hier eben die offiziellen Platzhalter drin, wie sie in der Variablenliste auch vorkommen. Ja, das nächste, was wir brauchen, ist natürlich dann der Brieftext. Und den Brieftext, den können wir uns auch wieder ganz einfach einfügen. Und zwar eben auch wieder mit diesem formatierten Text hier. Und an der Stelle will ich Ihnen jetzt mal was zeigen. Und zwar, Sie sehen, ich mache diesen Brieftext jetzt automatisch größer. Also ich überschreibe jetzt hier dieses Datum. Sehen Sie das? Das mache ich extra, denn ich will jetzt in der Zeile des Datums einen Betreff haben. Und hier schreiben wir eben rein. Oh, was macht man denn? Macht mal ein, nein, mache jetzt keine Einladung zur Hauptversammlung. Ich mache jetzt mal Einladung zur Weihnachtsfeier. Ist der Betreff. Hier unten geht dann der Brief weiter, aber jetzt klicke ich erstmal OK. Und jetzt sehen Sie, jetzt wird dieses Einladung zur Weihnachtsfeier natürlich hier oben geschrieben. In der gleichen Zeile vom Datum. Angenommen, das gefällt mir jetzt. Würde ich das also dann vielleicht hier nochmal fett machen. Das heißt, ich kann das also hier mit Bold, kann ich das noch dick machen und würde bei Arial 12 belassen. Schaut das Ganze so aus. Sie sehen aber, dieses Feld liegt jetzt praktisch unter dem Datum. Also das ist jetzt im Endeffekt durchsichtig und ich kann das Datum durchsehen. Das bedeutet jetzt an der Stelle, würde ich also auch später das Datum lesen können. Jetzt gefällt mir nur eins nicht, weil sich das nicht in der gleichen Zeile befindet. Aus diesem Grund will ich mir jetzt eine Ausrichtungshilfe holen, um das Ganze eben besser ausrichten zu können. Und dazu klicke ich jetzt oben in das Lineal mit der linken Maustaste und ziehe bei gedrückter linker Maustaste einfach so einen blauen Strich hier runter. So, den setze ich mir jetzt hin. Und jetzt markiere ich wieder dieses Textfeld und kann jetzt hier mit dem Pfeiltasten das Ganze sehr fein einstellen. So, jetzt befindet sich das Ganze auf der gleichen Höhe. Und damit gefällt mir das auch ganz gut und somit will ich es auch belassen. Im nächsten kommt jetzt der Text meiner Weihnachtseinladung und das kann ich auch wieder mit allen möglichen Variablen bestücken. Das heißt, ich kann jetzt hier reinschreiben, also das Fett muss man wieder ausschalten, dann extra Hallo und jetzt will ich den Vornamen hier wieder stehen haben. Wähle ich mir wieder das Variable Feld aus. Hallo Vorname, steht dann später eben der Vorname entsprechend drin, Komma. Gerne laden wir dich
zur ein. Das reicht mir völlig, denn ich will da auf irgendwas ganz anderes hinweisen. Denn ich persönlich zum Beispiel verwende, ich habe einen Verein, da bin ich ja in der Vorstandschaft und hier gibt es also auch immer Weihnachtsfeier. Und immer zu den Einladungen der Weihnachtsfeier mache ich Folgendes. Und zwar schreibe ich irgendwann einmal drauf freundliche Grüße oder mit weihnachtlichen Grüßen oder je nachdem. Und dann eben meinen Namen, Christoph Sperl, ist völlig wurscht. Und unten schreibe ich immer noch, und das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für heute. Übrigens, und ich mache das tatsächlich genau so. Also, ich schreibe dann immer nur rein. Übrigens, wir ziehen Beiträge ein und die bei uns hinterlegte IBAN. Und jetzt will ich die IBAN des Mitglieds da drin haben. Und das mache ich auch ganz einfach. Ich kann natürlich also nicht nur Vorname, Nachname hier mir vom Mitglied ziehen, sondern ich kann mir auch also die Variable IBAN ziehen. Und die würde er dann eben später hier reinschreiben. So, am Schluss habe ich meine Einladung fertig geschrieben und wir werden dann später sehen, oder wir werden dann die nächsten Male sehen, dass wenn wir diesen Brief dann ausführen, dass natürlich dann auch hier diese Variablen eben entsprechend gefüllt werden. Ja, so kann man einen ganz einfachen, einseitigen Brief eben schreiben. Oder können wir uns mal kurz anschauen, wie denn dieser Brief dann später aussehen würde. Eins will ich noch herzeigen kurz. Es gibt nämlich auch also eine Möglichkeit, Bilder hier drinnen einzufügen. Also wer zum Beispiel eben eine eingescannte Unterschrift hat, die kann man also durchaus kopieren, diese so eine eingescannte Unterschrift und kann die hier absetzen. Was aber deutlich besser ist, ist, dass Sie hier ein Bild wieder einfügen. Also ich füge also hier jetzt wieder an der Stelle mal ein Bild ein und an der Stelle wähle ich dann eben diese eingescannte Unterschrift aus, die irgendwo auf meinem PC abgelegt ist. Jetzt habe ich den Mann schon wieder gemacht und wähle dann hier unten natürlich wieder Bilddaten in Projektdatei speichern, denn hier wird diese Unterschrift also viel schöner und viel genauer gesetzt, als man es anders eventuell machen könnte. Ja, wie gesagt, wenn man das drei oder viermal gemacht hat, so eine Briefanpassung, dann werden Sie sehen, dass hier also gar nichts dabei ist. Das ist also sehr einfach. Ich kenne viele Leute, die haben am Anfang hier ein Problem gehabt und nach dem dritten, vierten Mal, nachdem er also das Ganze gemacht hat, dann spielt man sich damit. Ganz interessant war die Woche am Anfang, habe ich mit jemandem telefoniert, der hat die letzten 5 Jahre immer den NetXP-Verein Support in Anspruch genommen und hat gesagt, ich schicke euch eine Word-Datei, bitte baut die mir ein. Und jetzt am Montag hat er mal gesagt, er hat sich das jetzt endlich mal zu Gemüte geführt. Das heißt, er hat sich die Videos angeschaut und er hat es heuer selbst gemacht und er hatte überhaupt keine Probleme damit, diesen Brief zu erstellen. Und er ist auch schon fertig, hat er eben gesagt. Und der Brief ist auch schon verschickt. Und hat aber dann angerufen, dass wir heuer also, dass ich ihm heuer nicht helfen brauche. Das ist ja ganz nett. Okay, also wie gesagt, wir haben diesen Brief jetzt hier fertiggestellt und wollen diesen Brief speichern. Und zum Speichern dieses Briefes klicke ich jetzt hier oben auf das Speichern-Symbol. Nein, mache ich jetzt mal nicht, sondern ich schließe jetzt einfach diesen Vorlagendesigner. Also ich könnte jetzt auf das Speichern klicken, dann würde das hier nicht mehr kommen. Hier klicke ich jetzt auf Ja, dann wird dieses hier gespeichert. Und jetzt an dieser Stelle können Sie für Ihre Serienbriefvorlage einen Namen vergeben. Und Sie können jetzt eben hier auch aktivieren, dass Sie ein Briefpapier verwenden. Und im Falle von mehreren Briefpapieren können Sie also hier jetzt auch das Briefpapier wählen. Ich habe jetzt mal hier dieses Briefpapier Fußball gewählt.
klicke dann auf Übernehmen und daraufhin wird mir, na wo ist denn, da ist Weihnachtsfeier 2018, wird mir also hier unten eine eigene Vorlage angelegt und wenn man unten auf Vorschau klickt, dann sehen Sie eben die Vorschau dieses Briefes und Sie sehen jetzt in dem Moment, wird also hier jetzt das Briefpapier Fußball gewählt. Ich sehe hier unten nur noch das Symbol Fußball und die Variablen werden jetzt natürlich in der Vorschau noch nicht gefüllt, aber ich mache jetzt noch Folgendes und zwar werde ich jetzt diesen Serienbrief wenigstens für 3 Personen ausführen, dass wir sehen, wie denn dieser Brief später aussieht. Ja, und zum Ausführen von Serienbriefen, das macht man natürlich ein andermal noch viel genauer. Klicke ich in die Mitgliederliste, wähle meine Mitglieder, die ich drucken will. Ich nehme jetzt mal hier die ersten 6, klicke auf Drucken, sage, dass das die Mitgliederliste für den Serienbrief ist, aber dass ich nur an die 6 gewählten Mitglieder diesen Brief versenden will. Klicke auf Weiter. Ja, jetzt muss ich noch was erklären, das war natürlich jetzt blöde. Und zwar haben alle diese Mitglieder drinstehen im Mitglied, dass sie keinen Brief wollen, keinen Briefempfänger. Deshalb hat er jetzt nur einen ausgeworfen. Aber das kann man überschreiben. Und zwar, ich markiere wieder die ersten 6. Sag wieder Drucken. Sag nur Gewählte, also Serienbrief. Nur Gewählte und Briefempfänger ignorieren. Dann werden mir die ersten 6 hier angezeigt. Ich könnte jetzt an der Stelle wieder die Mitglieder, die ich nicht haben will, rauslöschen. Klicke dann auf Drucken. Jetzt werde ich gefragt, ob ich den Druck in der Dokumentenverwaltung speichern will, was ich jetzt mache. Wähle die Weihnachtsfeier. Klicke auf Nein, weil ich will diesen Druck jetzt nicht ausführen. Also bei uns sollte nicht der Drucker anfangen zu laufen. So, und jetzt habe ich unter Kommunikation Dokumente mir einen Serienbrief erstellt. Und dieser schaut dann schlussendlich in PDF-Form so aus. Und Sie sehen, es sind also jetzt mit entsprechenden Variablen gefüllt, das Ganze. Und auch die IBAN des Mitglieds ist hier eingetippt und das Briefpapier schaut eben auch entsprechend aus. Das war der erste Teil heute, das Erstellen eines einfachen Serienbriefs. Das hat jetzt knapp eine halbe Stunde gedauert. Ich glaube, das sollte man sich durchaus mal gönnen. Oder die halbe Stunde sollte man sich durchaus mal Zeit nehmen. Denn es wird Ihnen, ich verspreche es allen, den heute, bei mir haben die heute und live teilnehmen, immer den höchsten Rang an allen Lernenden. Denn die nehmen sich die Zeit und schauen eben bei den Live-Schulungen zu. Aber auch alle, die das eventuell in Aufzählung hören sollten. Man sieht eine halbe Stunde Schulung und man kann etwas und zwar auf bayerisch gesagt gescheit und nicht so in Anfängen und pfuscht sich durchs Leben. Ich glaube, das sollte man sich schon mal gönnen. Ja, gibt es zum Erstellen eines einfachen Serienbriefes noch Fragen von den Anwesenden? Gibt es noch Fragen? Von meiner Seite her aus nicht.